Sie haben Ihre Karriere bei 1860 München beendet. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, was war da Ihr Highlight? Also ich muss sagen, 60 München ist ein ganz besonderer Verein. Ich kam dann halt in der Region Bayern, da spielt man natürlich bekannterweise anders. Ich fand das total lustig halt, ne? 60 München, Gelände ist in Giesing, und daneben gibt es die Kneipe halt, die Fankneipe. Und da habe ich ganz liebe, nette Leute getroffen. Und ab und zu, wenn du mal eine Flanke dann halt die gebracht hast, ey Mai, was soll denn das? Also es war immer so lustig halt, ne? Die bayerische Sprache, aber insgesamt 60 München ist wirklich was Besonderes. Irgendwie so eine Art Zusammenhalt, es ist klar Historie dabei und ein Sechser ist wirklich ein Sechser. Die sagen ja immer Löwe und die lieben das dann halt. Ne? Und dass ich einfach nur ein Teil dieses Gemeinde sein dürfte, war natürlich eine geile Sache. Haben Sie da noch Kontakt irgendwie in den Verein? Also auch nur ein Funktionsteam halt, ne? Ich habe ja 2, 3 Jungs, mit denen ich dann halt, was heißt, gespielt habe. Die waren bei der zweiten Mannschaft, als wir Trainer waren. Und die spielen jetzt in der ersten Mannschaft. Der eine sogar Kapitän. Und ab und zu schreibt man sich dann halt, ne? Genau, Sie waren auch Co-Trainer damals bei den Profis. Ist denn ein erneutes Engagement möglich? Nee, also ich glaube im Moment nicht. Wie gesagt, ich habe ja die Aufgabe in Namibia. Ich habe mich dafür entschieden. Und ich denke, das ist gut so, wie es ist. Aber wie gesagt, man sagt ja nie nein oder nie in Fußballer. Das Team ist jetzt auch nach der Insolvenz in die dritte Liga zurückgekommen, wieder aufgestiegen. Was trauen Sie denn dem Team dort von Daniel Birovka zu? Ey, der Biro, das war ja auch mein Zimmerkamerad, ne? Anfang, als ich dann halt kam. Der Biro lebt den Fußball. Und jeder, der ihn dann halt kennt, weiß, wovon er redet. Und deswegen ist diese Mannschaft aufgestiegen. Sein Stempel ist dann halt zu sehen, weil er einfach, ich sag mal, eins, er lebt den Fußball. Und diese Authentizität, dass er den Fußball lebt, hat er einfach die Jungs weitergegeben. Und das ist sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, ein Teil, warum diese Mannschaft da gestanden ist, vor die halt stehen. Und jetzt in der dritten Liga, ich denke, der Verein 60 München oder Stadt München hat wirklich so einen Verein dann halt. Die brauchen halt so einen Verein, um so hoch wie möglich zu spielen. Und ich glaube, die haben wirklich gute Chancen. Die sind jetzt dabei, sich zu verstärken. Die fangen jetzt nächste Woche an, was man dann halt liest. Und die sind auch sehr wichtig. Spielen die jetzt in einem Grünwalder Stadion. Das ist dann halt ihre Festung. Die Fans sind dann halt wirklich hinter die Mannschaft. Und wenn man in der Regionalliga 10.000 Zuschauer bei jedem Heimspiel haben, ist das natürlich was Besonderes. Und deswegen traue ich natürlich 60 alles zu, wenn man dann halt so eine Festung halt haben. Ja, Colin Benjamin, herzlichen Dank für das Interview und ganz, ganz viel Erfolg in Namibia. Super, vielen Dank.